Die deutschen Waffen und Geheimwaffen des Zweiten Weltkrieges und ihre Weiterentwicklung, dass ca. 340.000 deutsche Patente und mehr als 200.000 Auslandspatente erbeutet wurden. Das Ausland selbst hat den Wert geistiger Güter des deutschen Volkes auf 1.500 Milliarden Mark geschätzt, wobei zugegeben wurde, dass zahllose Patente nicht abzuschätzen sind und ihr Wert allein in die Milliarden Dollar ginge. Die geistige Ausplünderung Deutschlands durch die Alliierten ist zwar völkerrechtswidrig, aber verständlich, oder nicht? Skandalös ist das Verhalten der Politik in Deutschland, die bis heute keinerlei Regungen zeigen, diesen völkerrechtswidrigen Diebstahl in allen seinen Konsequenzen aufzuhellen. Auch die Historiker sehen keine Notwendigkeit, die vielfältigen Hochtechnologieprojekte des Dritten Reiches zu erforschen. Wenn überhaupt, bescheiden sie sich mit Hinweisen auf die deutschen V-Waffen und die ME-262. Dies hat Methode, weil politisch korrekt. Dass Deutschland in der Zeit des Zweiten Weltkrieges über einen großen Vorsprung im Bereich der Hochtechnologie verfügte, zeigen die fieberhaften Aktivitäten der Alliierten Geheimdienst und Militärstellen, die alle möglichen Anstrengungen entfalteten, über den Stand deutscher Forschungsprojekte auszuspionieren. Dies gilt für den Truppenübungsplatz, Ohrdruf, Jonasthal in Thüringen von wo die US Truppen eine große Menge von Lastwagenladungen an Geheimmaterial und Gerätschaften abtransportierten und das Gebiet der kaum bekannten SS Forschungsanlage bei Skoda Prag. Was die US Army an diesen Orten gefunden hat, ist bis heute nicht bekannt. So ist auch nicht bekannt, was die Amerikaner in 1999 aus dem Turplice aus großer Tiefe bargen, dem See, in den die SS 1945 Lastwagenweise Kisten versenkten. Weder Deutschland noch Österreich zeigten sich interessiert. Dass deutsche Techniker an vielen futuristisch anmutenden Flugobjekten arbeitenden, ist sicher. Dafür steht das neben der Hortenentwicklung das lipsche Projekt DM1 oder Raketengleiter Natter. Diese Projekte und sicher andere Projekte waren Grundlage für den Invasionsschub der USA. Kommen wir zu. die reichsdeutschen Flugmaschinen und Sonderwaffen. Sollten manchen Besucher dieses Videos das Thema über die Flugscheiben etwas suspekt vorkommen, so ist dieses völlig normal, denn durch die Verschleierungstaktik der verantwortlichen Institutionen hat nur etwa ein Prozent der Bevölkerung Wissen über diese Techniken. Hinterher am Ende des Videos unbedingt noch hören, da geht es in einem Abschnitt um die Beweise. Und mit einem Nachdruck sei jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass dieses Video nicht erstellt wurde, um zu provozieren. Sondern es geht vielmehr darum, bis heute wenig beachtete Zusammenhänge aufzuzeigen, die die Geschichte geheimer Technologieentwicklung betreffen. Diese werden der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten, um eine aus welchen Gründen auch immer notwendige Kontrolle ausüben zu können. Leider ließ man es aber dabei nicht bewenden. Da mindestens eine der Geheimentwicklungen zu offensichtlich wurde, musste ein psychologisch verankertes Desinformationsprogramm ins Leben gerufen werden, das bis heute andauert und alle nach außen dringenden Informationen über Geheimprojekte mehr oder weniger unglaubwürdig erschienen lässt. Bisher ahnen nur wenige Menschen, dass die Öffentlichkeit seit den 40er Jahren einen der raffiniertesten und unglaublichsten Täuschungsmanöver der Geschichte der menschlichen Zivilisation aufgesessen ist. Seit über 50 Jahren erfolgt eine unglaubliche Desinformation in Bezug auf Elemente unseres Lebens, die für den Fortbestand unserer Zivilisation von entscheidender Wichtigkeit sein kann. Die Zahl der Lügen, die bis heute bewusst oder unbewusst, das sei dahingestellt, in diesem Zusammenhang durch die Medien verbreitet wurden, übersteigt bereits deutlich die Zahl der wahren Informationen. Ein weiteres Ziel dieses Videos besteht darin, die Diskussion um die Herkunft des UFO-Phänomens wenigstens teilweise zu versachlichen und aufzuzeigen, dass es sehr irdische, deshalb aber nicht weniger monströse oder gefährliche Zusammenhänge gibt. Das alles mag nach Verschwörungstheorien klingen. Ich wünschte, dem wäre nicht so. Leider sprechen die zusammengetragenen Informationen aber eine deutliche Sprache. Als einen Aspekt meiner Darstellung betrachte ich das Aufzeigen von Forschungsergebnissen, die durch einige zivile Forscher gewonnen wurden. Manche von ihnen stolperten bei ihrer Tätigkeit eher zufällig über Erkenntnisse, die technologisch hätten eine Revolution bei Antriebsverfahren oder bei der Energiegewinnung bedeuten müssen. Seltsamerweise passiert jedoch nichts oder durfte nichts passieren, weil das, worüber man gestolpert war, längst für militärische Projekte genutzt wird? Erklärt dies den Umstand, dass einige Forscher massiv unter Druck gerieten, als sie nicht bereit waren, ihre Arbeiten zu beenden? Ich zitiere nun Dr. James D. Ryan, das stand in der New York Times am 7. Februar 1961. Wenn die Wahrheit über die fliegenden Scheiben allgemein gut wird, und sie wird es eines Tages, dann wird die Wirkung auf die, die sie bisher als Unsinn erklärten, Wahrhaft schockierend sein. Dieser Schock kann so groß sein, dass er die Regierungen auf unserer Welt stürzt und sie ein Chaos hinterlassen, bis neue Führer gefunden werden, die imstande sind, die Wahrheit mit einer vollkommenen neuen Lebensauffassung zu leiten. Zitat Ende. So und wie schon angekündigt, kommen wir jetzt nun zu den Beweisen. Mit der Erhebung der deutschen Technik 1945 durch die Alliierten wurden alle entsprechenden Eigenentwicklungen der Alliierten samt und sonders eingestellt. Stattdessen nutzte man die erbeutete deutsche Technik. Im Jahre 1946 fand im Victoria and Albert Museum in London die Messe Design 46 statt. Der britische Ingenieur Warner Kennedy, Mitglied der BIS, also BIS, stellte dort sein Modell eines kreisförmigen Raumschiffes aus, das zum Mond fliegen sollte. Unter dem Schlagwort Britain can make it, Britannien kann es durchführen, sollte dieses Raumschiff als Teil der Operation Full Moon die Raumflugpläne des Empires Wirklichkeit werden lassen. Was diese Pläne weiter beinhalten, berichtete der Leiter der britischen Luft- und Raumfahrt, Sir Ben Lockspeiser, ebenfalls im Jahr 1946. Zitiere: Low-Speed-Maschinen, die Geschwindigkeiten unter 450 mph fliegen, aber dennoch Propeller nutzen. High-Speed-Maschinen, die schneller als 1000 mph fliegen. Fluggeräte, die bis zu 1500 mph schnell sind und ohne Halten um die Ecke fliegen können und nur ab und an zum Auftanken landen müssen. Mit der Flugtechnik des Jahres 1945 waren Fluggeräte mit den von Lockspeiser geschilderten Eigenschaften kaum möglich. Mit der in Deutschland bis 1945 entwickelten Absaugtechnik aber sehr wohl. Die von Lockspeiser genannten Eigenschaften sind auch teilweise bei den sogenannten UFOs wiederzufinden. Die Absaugetechnik ist damit bis heute die einzige irdische Technik, die die von den sogenannten UFOs erzeugten Phänomene hervorrufen kann. Da es bis heute nachweislich echte Sichtungen gibt, wird also auch bis heute die Absaugetechnik genutzt.